Piertico, Esmaltico, und seine Geistkraft. Mensch und Hab und Fels, was da oben ist. Alpsegen ist mir wahnsinnig wichtig. Ich fühle mich nie so verbunden mit allem wie in dem Moment, wo ich den Bettruf rufe. Ja, das Gott vor böser Stund ist alle Ida ganz rund. Es ist ein uraltes Ritual. Ich muss auch sagen, ich habe Ehrfurcht vor dem alten Ritual. Das ist über 600-jährig. Hiet euch die Mütter und Väter Jesus Christus. Kind und Kegel, Alte und Junge, Reiche und Arme, Kranke und Gesunde. Der Segen wird, so habe ich gelernt, im Alpstein aus der Stille geboren. Und Corona hat die Stadt stillgelegt und eine stille Stadt überhaupt ist fähig, so einen Stadtsegen zum Klingen zu bringen. Hebet zueinand, in Gottes Namen, hört die Gott. Ich habe mir das sehr verschieden vorgestellt zu der Alp und ich muss sagen, es war wirklich das gleiche Gefühl. Es ist nicht darauf angekommen, ob ich jetzt auf dem Berg stehe, vor dem Kreuz und den Segen rufe, oder ob ich jetzt hier auf dem Turm oben rufe. Oh, ja, ja, ja. Und so ist der Turm und das Turmzimmer ist zum Alpzimmer geworden, wo ich stundenlang und 7 Jahre lang gelehrt habe von den Bauern, was heisst, Natur, Kultur und Religion ineinander verweben. Stadtschwester und Stadtbrüder, hört es Gott. Ich habe ihn urbanisiert, in dem Sinn, dass ich statt Ave Maria habe ich ein Püti Gott als allgemeinen Segensspruch. Und dann habe ich statt der Heiligen habe ich alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt erwähnt. Und das sind halt in einer pluralen Stadt Zürich wirklich alle Religionen, auch die Atheisten. Wo Glaube und hier, wo nicht Glaube. Ein Segen macht keine Ausnahme. Und tut nicht unterscheiden, weil er kommt ja nicht von uns, sondern er kommt von Gott. Und darum umspannt er die ganze Stadt. Und wenn man das jetzt mit dem St. Peter parallel macht, gibt es wie einen Spannungsbogen über den Jordan, über die Limmat und macht noch einmal mehr eine Schlaufe, dass wir im Grunde genommen alle miteinander ein Netzwerk von Leben sind.